Schmöffi, ey, komm da raus aus den Büsche. Komm. So, guten Morgen aus Kroatien. Wir haben gerade ganz spontan entschlossen, dass wir heute schon abreisen nach Ungarn zu unserem Haus. Aber heute schlafen wir noch nicht da. Also, ach, es ist kompliziert. Ich kläre euch jetzt auf. Wir bereiten jetzt die Abreise vor. Und zwar gestaltet sich das so. Eigentlich wollten wir morgen abreisen nach Ungarn, aber mit Zwischenstopp. Wir fahren, ich glaube, so um die 500-600 Kilometer von hier, von Split, bis zu unserem Haus nach Ungarn und wollten halt einen Zwischenstopp machen, weil mit Kleinkind und so ist es halt angenehmer, mit Stopp zu reisen. Aber auf der Strecke ist kein schöner Stellplatz, wo wir uns hinstellen können. Da sind nur so Parkbuchten an der Hauptstraße und das wollen wir nicht. Da fühlen wir uns nicht so sicher. Und ja, Campingplätze sind halt, oder Stellplätze, die man bezahlen muss, gesichert sind, die sind dann halt, sag ich mal, 80 bis 100 Kilometer entfernt. Was ja zur Relation gesehen, wenn man 500, 600 Kilometer Fahrt hat, lohnt sich nicht. Also haben wir gesagt, pass auf, wir packen heute alles zusammen und fahren gegen 17 Uhr los nach Ungarn, kommen dann ja nachts an, möchten nicht, wir können dann auch nicht auf unser Grundstück fahren, weil die Einfahrt noch nicht fertig ist, möchten aber den Wohnwagen nicht da stehen lassen an der Straße und nachts hoch mit Unterlegscheiben und so schaffen wir auch nicht. Also fahren wir nach Ungarn auf einen Campingplatz und fahren dann morgen früh zu unserem Haus. Lassen unseren Wohnwagen da stehen, bis die Einfahrt fertig ist. Ja, so ist jetzt der Plan. Wir laufen jetzt hier zum Supermarkt und zum Bäcker, weil wir ja Proviant brauchen für unsere Fahrt. Ein paar Baguettes wollen wir holen und einen Kartoffelsalat wolltest du machen, ne? Ja, Gewürzgurkis. Wir waren schon am Meer gerade, letzter Kaffee am Meer für diesen Kroatien-Aufenthalt und nicht für dieses Jahr. Bitte? Wir dachten, wir gehen nochmal da runter. Ja, können wir ja nachher. Ja, stimmt. Wieder kommst du mal runter? Okay. Ende. Wir warten, ne? Wir warten eben hier. Bernd holt jetzt die Baguettes und hier gegenüber ist dann auch der Gemüsehändler. Da holen wir noch ein paar Tomaten und so. Ja, ich habe so, ein Lachen ist ein weinendes Auge. Viele von euch wissen, ich möchte nicht so gerne nach Ungarn. Ich würde lieber direkt weiterreisen mit dem Wohnwagen. Aber ich versuche es positiv zu sehen, denn ich habe dann ab morgen wieder eine Waschmaschine. Das ist schön. Und ansonsten, was freut mich noch auf Ungarn? Die große Badewanne, wir können alle zusammen baden gehen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja. Ich nehme jetzt hier kein, normalerweise gibt es so geile Berliner mit Vanillepudding, Schokopuddingfüllung, richtig toll. Für 60 Cent ein, umgerechnet. Nehme ich nicht mit. Ich habe nämlich noch eine halbe Packung Baklava. Gestern haben wir eine ganze geholt. Ich habe die Hälfte gestern tatsächlich geschafft. Ein, zwei Stückchen isst Calvino bestimmt heute und den Rest esse ich dann später. Mm. Oh, das Baguette riecht so gut. Bernd ist noch eben hier in den Supermarkt gegangen. Der ist da um die Ecke. Ja, hier! Ich warte hier mit Smurfy und könnte schon das Baguette essen. Bernd sucht mich. Es riecht so geil, so frisch gebackene Brötchen. Die sind richtig kross auch, die Baguette. Wo ist der denn jetzt? Der ruft mich die ganze Zeit. Michaela, Michaela. Als ob ich wegrenne. So sieht es jetzt hier aus. Da ist die Information. Und hier kann man wieder rausfahren. Und da ist halt der Supermarkt. Hier ist der kleine Shop vom Campingplatz. Komm, wir gucken mal jetzt, wo der Papa ist. Martin. Komm. Ach, der wollte bestimmt irgendwas fragen. Michaela? Ja! Tüte. Gesundes Frühstück.
Also wir haben zwei Muffins geholt, einmal Gewürzgurken für unseren Kartoffelsalat, einmal Eier, einmal Tomaten, drei von diesen riesen Baguettes und insgesamt haben wir 150 Kuna bezahlt. Hier sind noch Brötchen, die einmal mit Körner, einmal ohne. Auch der Smurfy braucht Futter. Kannst du ihm einmal einen Becher Trockenfutter geben? Oben rechts da im... Nein, da, da, da. 150 Kuna sind 20 Euro fast. 7,5 Kuna sind 1 Euro. Was haben wir jetzt? 20 Euro. Da fehlt noch was. Ach so, eine Cola? Stimmt, warte mal. Muss euch das ja auch richtig zeigen, ne? Zwei Red Bull hat der Papa geholt. Und so eine Cola mit Zitrone. Mama? Ja. Becher? Da ist auch ein Becher, der mit Papagei und so. Ein Maßbecher ist immer einmal Futter für zwei kleine Portionen. So, ich mache jetzt erstmal unser Müsli zum Frühstücken. Wo ich hier gerade so die Bananen gematscht habe, denke ich daran, dass wir ja vor ungefähr viereinhalb Wochen in Ungarn abgehauen sind, an unserem Ferienhaus. Und auf der Fahrt nach Kroatien ist uns eingefallen, dass wir Bananen haben liegen lassen im Haus. Ja. Wir haben dann auf YouTube geguckt, Zeitraffer-Videos, was mit Bananen passiert, die einfach so liegen. Und in unserer Idealvorstellung sind die einfach ganz schwarz und vielleicht ein bisschen geschimmelt. Einige Zuschauer haben mich regelmäßig daran erinnert. Ich muss immer an eure Bananen denken. Ich habe das so, ich konnte es ja nicht ändern und Sachen, die ich nicht ändern kann, da versuche ich nicht so drüber nachzudenken. Ja, also morgen im Vlog sehen wir die Bananen. Seid ihr auch schon so gespannt wie wir? Bin gespannt. Vielleicht haben wir auch alles voll Maden im Ferienhaus. Wer weiß, wer weiß. So, jetzt gibt es erstmal Müsli zur Stärkung. Bernd baut draußen schon ein bisschen ab. Teppiche. Und jetzt ist Päuschen. So. Lauf, lauf. Komm rein. Keiner da. Smurfy, soll ich die Leine noch abmachen oder nicht so? Kommen wir jetzt zum Strand. Wir müssen das genießen. Schön duschen. Die letzte Dusche jetzt hier auf dem Campingplatz bis nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommen wir wieder hier hin. Haben uns schon einen neuen Stellplatz ausgesucht. Nächstes Jahr, den wir reservieren. Direkt mit einer schönen Palme bei uns dann in der Parzelle und direkten Meerblick wollten wir diesmal, also das nächste Mal nehmen. Und ich habe euch auch ein Video gedreht hier von dem Campingplatz. Viele hatten gefragt, wo das wie der heißt und so. Das Video kommt noch. Das schneide ich euch dann, wenn wir in Ungarn sind, dann lade ich euch das hoch und dann verlinke ich euch alles. Und ja, wir hatten uns gestern hier noch bei einer anderen Familie oder bei einem anderen Pärchen durften wir uns ein Vorzelt angucken. Wir wollten uns ja ein Vorzelt holen für unseren Wohnwagen. Da war ich so mit gemischten Gefühlen, weil ich wollte ja lieber wild stehen und frei reisen und dieses ganze Vorzelt, das war mir so zu Dauercamper-mäßig. Ich war damit so ein bisschen, ja, ich habe es mir halt anders vorgestellt, ne, das Reisen. Mittlerweile sehe ich das so, ja, positiv, sehe ich dem positiv entgegen, denn so ein Vorzelt, das ist wirklich gemütlich. Man muss nicht immer die Markise bei Wind und so ein- und ausfahren. Und wenn es ja regnet, die Markise, und also man hat die Markise ausgefahren, man sitzt da drunter, wenn der Regen von oben kommt, ist man geschützt. Aber wenn es richtig windet, so wie hier jetzt in Kroatien, dann peitscht der Wind von allen Seiten und dann sitzt man nur im Wohnwagen und das ist wirklich doof. Deswegen Vorzelt
bin ich dafür. Und bei einer anderen Familie durften wir uns ein aufblasbares Vorzelt anschauen. Haben wir auch mit geliebäugelt, hatten aber gedacht, dass ja vielleicht, wenn das kaputt geht, ist ja mit Luft natürlich, da kann man es nicht mehr nutzen. Also wollten wir eins mit Gestänge. Nachteil bei Gestänge ist, das ist halt schwerer. Man muss ja immer ein bisschen auf Gewicht achten. Wiegt so um die 50 Kilo. Okay, dann bei der anderen Familie da geguckt und Bernd sagt, da, das ist echt super, das ist schön und so. Haben wir nochmal bei Obelink geguckt. Kostet aber ungefähr das Doppelte, mehr als das Doppelte. Und man hat effektiv, weil man ja kein Gestänge hat, hat man dann ungefähr 17 Kilo gespart. Also haben wir für uns entschieden, wir nehmen das mit Gestänge und das bestellen wir jetzt. Das kostet 40 Euro, das Liefern nach Ungarn. Das können wir nächste Woche in Empfang nehmen. Und dann machen wir das, dass wir das Probe aufbauen auf dem Campingplatz, wo wir unseren Wohnwagen jetzt abstellen, bis unsere Einfahrt fertig ist. Genau. Ich habe jetzt hier Besuch von den ganzen Hunden. Ich bin ja hier am Hundestrand. Hallo. Ja, leckt ihr mir die Füße? Ich war ja gerade duschen, habe ich mir die Füße eingecremt. Hi. Da kommt noch ein Beagle. Hallo. Ja, fein. Sind drei Beagle hier auf dem Campingplatz. Smurfy. Smurfy. Komm. Alle kommen, nur Smurfy nicht. Ja, genau. Wir haben schon sehr viel eingepackt. Wir nutzen jetzt die trockene Phase, weil es soll ja gleich, also angeblich wieder ist Regen angesagt. Mal schauen. Meistens ist Regen angesagt und dann passiert nichts. Aber wenn wir halt jetzt das Zelt, den Vorteppich, diesen Outdoor-Teppich einpacken, wäre es natürlich schön, wenn es trocken ist. Deswegen packen wir das jetzt schon mal so weit ein und mal gucken, wann wir losfahren. Angestrebt ist 17 Uhr. So wie es jetzt aussieht, könnten wir schon um 13 Uhr abhauen, weil wir so schnell sind. Es juckt einem dann so in den Fingern und man, es ist dann einfach nur so ein Abwarten, ne? Eigentlich. Aber ja, wir machen erstmal, Olivia schläft nachher noch, dann essen wir nochmal schnell. Miracoli gibt es einfach heute, so Nudeln mit Tomatensoße haben wir noch. Und dann geht's ab die Post. So lange sind wir lange nicht an einem Stück gefahren. 8 Stunden. Ich bin gespannt. Deswegen fahren wir auch abends, damit Livia im Idealfall einschläft. Ist schon echt lange, 8 Stunden. Wir schauen mal. Ich bin ganz gespannt. Und im Dunkeln fahren. Bernd macht einen Mittagsschlaf nachher noch. Aber ja, es wird bestimmt ein langer Vlog, weil ein langer Tag. Ich nehme euch auf jeden Fall mit auf unsere Reise und zeige euch, was wir so erleben. Ich wollte den Smurfy noch ein bisschen auspowern. Aber der Beagle, der apportiert nicht so gerne, nur manchmal, wenn es so richtig ranzig liegt. Riecht, ranzig riecht, so. Umso ekliger es riecht, umso geiler findet er das. Der schnüffelt einfach hier alles ab, das findet er schon so toll. Ja, Stand der Dinger, die Möwen fliegen. Livia schläft, der Bernd versucht jetzt auch ein bisschen zu schlafen. Deswegen versuche ich jetzt den Hund ein bisschen auszupowern, genieße noch das Meer, weil wenn wir ja wirklich 8 Stunden fahren, ja gut, ist die Nacht, ne? Da kann er ja dann schlafen. Genau. Unsere Obelink-Bestellung haben wir übrigens aufgegeben. Es war tatsächlich 39,90 Euro, wird alles nach Ungarn geschickt. Wir haben noch so eine Lampion-Lampe mitbestellt, die der Smurfy eine kaputt gemacht hat und so. Zeigen wir euch dann alles. Ich habe ihm jetzt den Ball geschmissen, jetzt zeige ich euch, was er zurückkommt. Smurfy, was hast du da gefunden? Oh, ein altes, ranziges Holz. Oh, oh, aus. Jetzt pass auf. Oh. Warte. Ja, sowas findet er cool, ne? Wenn du das so richtig zerfetzen kannst. Das ist dein Ding. Oh, ich könnte stundenlang hier einfach im Wasser laufen. Ich habe jetzt Latschen angelassen, weil die Steine tun schon mittlerweile weh an den Füßen, weil ich das halt wirklich sehr viel mache jeden Tag, seit ein paar Tagen. Das ist so schön, das kalte Wasser. Ich mag das. Können wir das Meer bitte mitnehmen? So, Wasser holen.
erstmal von draußen. Und was erzählen, was sich zugetragen hat. Manchmal frage ich mich, was ist interessanter? Spielplatz mit Kindern und anderen Eltern oder Hundestrand mit anderen Hundebesitzern? Haben wir schon öfter erzählt, dass hier am Hundestrand der Smurfy immer so gepiesackt wird, gerammelt von anderen Hunden. Und jetzt gerade war es richtig schön. Ich war jetzt eine Dreiviertelstunde oder so. Stunde war ich jetzt mit ihm laufen da. Und es waren auch andere Hunde da. Und die haben mal haben die zusammen gespielt und mal haben die einfach so für sich geschnüffelt und so. Und dann. Mach mal zu da. Ach, Smurfy. Warte. Jetzt hör auf zu mobben. Du bist müde. Müde. So. Genau. Und dann kam ein Pärchen. Die Frau blieb mit dem Hund, das war so ein Berner Sennenhund, vorne vorm Strand stehen. Und der Mann kam rein auf den Hundestrand und hat so abgefragt, ne, hast du Rüde oder Hündin? Auf Englisch hat er gefragt, alles. Wenn du einen Rüde hattest, dann solltest du den an die Leine nehmen. Weil sein Hund wollte jetzt schwimmen gehen und er verträgt sich nicht mit anderen Rüden. Deswegen sollten alle Rüdenbesitzer ihre Rüden an die Leine nehmen. Was hättet ihr gemacht? Wir haben es nicht gemacht. Wir haben gesagt, dann muss er wiederkommen mit seinem Hund, wenn halt kein anderer Rüde da ist. Weil ich finde, sorry, weil er hat einmal so schön jetzt gespielt, hat er Smurfy und geschnüffelt. Ne? Oder sollen wir dich an der Leine nehmen, damit sein Hund, der sich nicht verträgt, schwimmen kann? Ja, ich mache jetzt Kartoffelsalat. Bernd hat geschlafen ein bisschen, dann wurde er geweckt von Livia. Als er dann wach war, hat sie sich wieder hingelegt und weitergeschlafen. Und nebenbei koche ich hier Miracoli. Und dann, wie spät haben wir denn jetzt? 14 Uhr, guck. Dann ist ja schon gar nicht mehr lange. Gelle. Dann geht's ab die Post. Machen jetzt noch mal einen kleinen Campingplatz-Rundgang. Bringen unsere Duscharmbänder zurück. Ja, Livia, ich nehme dich sofort. Trink mal dein Getränk. Noch mal alle lüften. Und dann trinken wir gleich noch ein Käffchen. Um dann abzuhauen. Und mir wird das fehlen irgendwie, weil wir laufen gerne so über den Campingplatz und gucken uns alles an, was die anderen so haben. Wir haben schon so viel von anderen gelernt und abgeguckt oder nachgekauft. Ja, wer kommt denn in meine Arme? Ja, wer kommt denn da? Hui! Komm her. Hopp. Da. Aber dadurch, dass wir den Wohnwagen ja auch auf einen Campingplatz abstellen, sind wir bestimmt auch mal da und können da auch trotzdem rumlaufen. Ja, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Eine Hundewaschanlage. Schaut euch das an. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich glaube, da muss man Geld. Ja, Shampoo, Weichspüler, Auswaschen, Haarföhner. Ja, Livia. Ah ja, das sind die Hunde auf den Bildern, ne? Ich weiß ja nicht. Das Smurfy wird ja ausrasten, glaube ich. Was kostet das denn? 8,63 Euro für 10 Minuten mit Wertmarken. Mama. Dafür, dass der Smurfy uns hassen würde. Erste Pause. Gar nicht mehr gefilmt die ganze Zeit. Ladies. Ich denke,
Wir fahren noch so 4-5 Stunden ungefähr. Also, es dauert noch. Das ja hin mit 60, 70 Euro. Gerade haben wir 39 Euro bezahlt, ne? Licht an hier hinten, ja? Mach mal kurz Licht an. Es ist nur am Regnen die ganze Zeit, der arme Bernd. Der hat da, boah, ich kann das gar nicht dann haben, wenn das so dunkel ist und es regnet. Ist mega anstrengend, glaube ich, gerade. Wir fahren jetzt noch circa 2 Stunden, dauert es noch. Aber Bernd sagt, der ist fit. Passkontrolle und so hat, ist das schon so, ist nicht mehr so schlimm bei mir im Moment. Ja, jedenfalls, wir haben jetzt noch ungefähr eine Stunde Fahrt bis zu unserem Ziel. Dann schlafen wir im Wohnwagen und morgen zeige ich euch die Aussicht. Aber jetzt seht ihr, es ist dunkel, mega müde. Wir haben jetzt 1.19 Uhr, also ungefähr um 2:30 Uhr kommen wir an. Ja. Und ich muss aber sagen, dass es sehr angenehm ist, dass Livia einfach fast die ganze Zeit schläft. Ne? Die hat zwar ein bisschen länger gebraucht, bis sie einschläft als sonst im Bett. Aber ist schon ganz cool, unsere lange Reise. Ja gut, also haben wir sonst noch was zu verkaufen? Bernd muss pipi. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische aus Ungarn. Ciao.